Wir kommen gerade recht hier zum Einmarsch der österreichischen Frauenhandball-Nationalmannschaft in Vulcea in Rumänien zum letzten Spiel dieser Qualifikation für die nächste Europameisterschaft Rumänien gegen Österreich. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagnachmittag zu einem entscheidenden Spiel. Hier geht es darum, siegen oder fliegen. Ein Unentschieden ist wohl zu wenig. Man hat zu Hause in der Südstadt ein sensationelles Remis holen können, auch wenn man da in den letzten Sekunden ganz bitter den Sieg vergeben hat. Die Freude war groß. Das Auswärtsspiel, man hat geglaubt, hier hat man sogar Chancen, gute Chancen, vielleicht noch einmal überraschen zu können. Doch die Vorzeichen haben sich doch klar geändert in den letzten Wochen zugunsten von Rumänien, das die großen Stars reaktiviert hat. Wie vor allem, hier haben wir sie auch schon, Cristina Neagu, die mehrfache Welthandballerin, die wieder zurück im Team ist. Und bei den Österreicherinnen, Sie wissen, Sie haben es vielleicht auch gesehen, gegen Dänemark fehlen doch einige sehr, sehr wichtige Spielerinnen für den Abwehrverbund, für den Angriff, für das Torewerfen. Und so geht man doch ersatzgeschwächt in diese Partie hinein. Aber wir drücken die Daumen, vielleicht gelingt die Überraschung, vielleicht kann man mithalten und den Gegner ein bisschen nervös machen. Wäre toll, wenn der österreichischen Frauennationalmannschaft wieder so ein tolles Spiel gelingen würde wie vor einem Jahr in Polen, als man sich dann auswärts für die Weltmeisterschaft in Spanien qualifizieren konnte. Wie sitzt der österreichische Teamchef? Wie sitzt Herbert Müller? Das können wir uns jetzt anhören. Es ist natürlich schön, dass wir das bis zum letzten Spieltag in dieser mega schweren Gruppe geschafft haben, alles offen zu halten. Und wir haben jetzt das ersehnte Endspiel. Wir müssen in Rumänien einfach gewinnen, um zur Europameisterschaft zu fahren oder eben ein Unentschieden mit mehr als 33 Toren erreichen. Das ist eine Zielsetzung, die uns motiviert, die uns wirklich auch fordert. Wir wissen, wir spielen hier gegen einen Riesengegner, aber wir werden alles für Österreich geben. Was war die Vorgabe an die Spielerinnen für dieses Spiel? Was hat sich die Mannschaft vorgenommen, umzusetzen? Ich finde, dass die Mannschaft fokussiert ist. Wir haben natürlich versucht, taktisch auf die ganz großen Stärken, die Welthandballerin Cristina Neagu einzugehen. Wir wissen, dass sie extrem stark über die Kreisläuferinnen, beide groß, stark spielen, dass sie vom Rückraum her sehr viele Rückraumwerferinnen haben, die von 10, 11 Meter wirklich ein Tor schier zerschmettern können. Das heißt, wir müssen aggressiv raustreten, müssen aber dann eben wegen diesem gefährlichen Kreisspiel auch sehr kompakt sein. Die Mannschaft war fokussiert die letzten Tage. Wir hatten ja eine schwere Anreise. Es ist nicht so, dass das mal so leicht ist, sondern du bist nach Bukarest geflogen, hattest dann noch eine lange Fahrt. Hier ist Osterwochenende, da war ziemlich viel los. Auch heute Nacht noch ist neben der Kirche hier gesungen worden bis 2 Uhr in der Nacht. Das sind so Dinge, die dann im Endeffekt noch so Begleiterscheinungen sind. Aber das war alles okay. Die Mannschaft ist fokussiert und ich denke, wir sind bereit. Also soweit einmal Herbert Müller, knapp vor diesem Spiel hier noch eben in Vorbereitung. Dreimal hat das österreichische Team in der Halle auch hier trainieren können, ist ausverkauft. Sie sehen es im Hintergrund, 3000 Zuschauer sind hier mit dabei, wollen ihr Team doch noch zur Europameisterschaft bringen. Da hat es in der Vergangenheit doch auch in der Jüngeren einige Enttäuschungen gegeben beim erfolgsverwöhnten, handballfanatischen rumänischen Publikum. Und so holt man hier alles, was zur Verfügung steht, in diese Partie rein, um gegen Österreich zu bestehen. Also auch das ist schon ein Zeichen, dass man das österreichische Team eben wirklich ernst nimmt. Da haben wir die große Kreisläuferin, Rena Pinter. In Österreich hat ja vor allem Basaglio, die jetzt Neagu Platz machen wird, müssen wohl. Ja, die österreichische Abwehr vor Probleme gestellt, viele Distanzwürfe genommen und auch Tore erzielt. Schauen wir mal, wie sich heute das Spiel entwickelt. Neagu und Pinter sind natürlich ein eingespieltes Gespann.
Und da werden die Österreicherinnen doch in der Defensive ähnlich gefordert sein wie gegen Dänemark zuletzt. Gespannt auf der Bank, Adrian Vasile und Bent Dahl. Schiedsrichterinnen kommen aus der Türkei. Ein junges Schiedsrichterinnen-Gespann aus der Türkei. Wir drücken die Daumen, dass das hier alles kontrolliert über die Bühne geht. Offizielle kommt aus Ungarn und jetzt gibt es die Hymnen der beiden Nationen. Willkommen im Wettall der Champions. Hol dir jetzt 200 Euro Neukundenbonus auf admiral.at. Und da kommen wir gerade rechts zu einer Ehrung für Petra Platzek, die ja ihrerseits hier gespielt hat, viel herumgekommen in Europa und unter anderem auch bei diesem durchaus namhaften Verein hier in Vulcea war sie im Einsatz, hat sie gespielt. Gute Erinnerungen, sagt immer wieder, am meisten hat sie von dieser Zeit in Rumänien gelernt. Eben diese Begeisterung für den Handballsport, diese vollen Arenen, die vollen Hallen auch im Ligabetrieb. Also das war schon was ganz Besonderes für Petra Platzek. Die Torhüterinnen wird es sehr ankommen heute, das ist klar. Gegen Dänemark hat Petra Platzek keinen Stich gemacht, wurde durch Lena Ivancsok ersetzt, die das durchaus dann gut gemacht hat. Am Ende aber auch bei einer Abwehrquote von 18% stehen geblieben ist Platzek bei 10%. Allerdings muss man da natürlich dazu sagen, dass die Abwehrleistung nicht entsprechend war. Da hat man es nicht geschafft, den Angriffsfluss von Dänemark zu unterbinden. Viele einfache Tore, die da gelungen sind,
Ja, weil die ganz einfach besser waren. Und zwar um einiges besser als die österreichische Mannschaft. Aber Dänemark zählt ja zu den absoluten Top-Vereinen, Top-Mannschaften im internationalen Handball. Und ja, Rumänien zählt sich auch dazu. Aber mit Sicherheit trotzdem ein bisschen ein anderes Spiel. Österreich hat ja auch schon in einer EM-Qualifikation vor einigen Jahren gegen Rumänien gespielt, als man da auch gegen Russland, das war die Qualifikation mit Russland, auch gegen Russland gespielt hat. Und auch da war man eigentlich ja eine Zeit lang dran. Aber Niaku hat sich da im Zusammenspiel mit Pintia vor allem als einfach zu stark präsentiert und ja, vielleicht ist sie ja schon ein bisschen müde geworden, hat ja eigentlich schon ihre Nationalteamkarriere ruhend gestellt, auch weil es hier Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, aber eben jetzt ist sie zurückgekehrt, hat schon zwei Spiele bestritten gegen Dänemark und gegen die Färöer. Und man kennt sich ja im rumänischen Team. Bei Österreich Anna Haigato nicht mit dabei, die noch ein bisschen an den Nachwirkungen einer Covid-Infektion laboriert, noch nicht ganz fit ist, noch nicht ja, so frei atmen kann, so voll belastbar ist, wie sie sein sollte. Ja, da hat man auch von einer Reise hierher nach Rumänien Abstand genommen. Österreich damit nur mit 15 Spielerinnen hier heute mit dabei. Und sonst natürlich, Sie wissen es wahrscheinlich, die Ausfälle, zahlreiche Ausfälle, vor allem von Fine Huber, Mirela Dedic, aber natürlich auch Ines Ivancuk, Fabien Tomassini, Knieverletzungen, Kreuzbandrisse, Dramatz, Leitner, Schlegel, also da kann man so eigentlich, die Liste kann man beliebig fortsetzen. Aber was zählt, ist jetzt hier am Platz und damit geht es auch schon los. Die Österreicherinnen in den weißen Dressen von rechts nach links. Mit Pancha Frey und Kovac im Rückraum, mit Janina Neidhardt, mit Wes und mit Steffi Kaiser am Kreis. Erster Wurf, erste Abwehr von Hosu. Ja, und da gleich schnelles Umschalten und das geht halt gar nicht eigentlich. Niago wird nicht attackiert und wirft auch gleich das erste Tor. Gleich der nächste Ballverlust, also so sollte es eigentlich nicht gehen. Gleich der nächste Konter, nächstes Tor. Diesmal durch Ostase. Also genau ein Beginn, den man sich nicht ab hinterher. Ostase war es, glaube ich. Ja, genau. Ostase war es. Genau das, was man vermeiden wollte. Schnelle, einfache Ballverluste und eben das flotte Konterspiel, das Umschaltspiel von Rumänien. Und damit startet man nicht bei 0:0, sondern bei 0:2. Nächster Wurfversuch, wieder will es Sonja Frey erzwingen, das geht nicht. Wieder schnell, zwei Pass, diesmal endet das Ganze bei Pintea 3:0. Er bringt natürlich unheimliche Wucht hier mit und Dominanz. Ja, und nach einer Minute 40 schon das Timeout von Herbert Müller. Wieder. Sonja Frey möchte es unbedingt schaffen. Ja, mit enormen Elan und Energie dabei. Aber aus dem Positionsangriff hat man hier keine zwingenden Chancen herausspielen können. Und so ist man da ins eine nicht sehr komfortable Situation nach nicht einmal zwei gespielten Minuten gekommen. So.
Kleine, aber feine Rochade jetzt einmal zu Beginn, hier mit Kovac zu Beginn in der Mitte. Ja, nächster Ballverlust, wieder kleine Unachtsamkeit da im Zusammenspiel von Pancho mit Frey, wieder schnelles Passspiel, auch mal eine ausgelassene Gelegenheit von Rumänien, da wird es platzig mit dem weiten Ball nach vor. Hat man sich ein bisschen die Schneid abkaufen lassen von hier der vollen Halle, von der Stimmung. Resolutes Verteidigen gleich von Rumänien. Ja, erster Schlagwurf, der erfolgreich ist. Sonja Frey, erster Treffer für Österreich nach knapp 3 Minuten Spielzeit. Frey, die vorgestern Geburtstag gefeiert hat, 29 Jahre jetzt alt ist. Und ja, von den Jahren in Dänemark wieder zurückgeht in die deutsche Bundesliga zu Herbert Müller und zum Thüringer HC. Da kommt Niaku. Ah, da hätte sie selber gehen können, sogar Laszlo. Gibt den Ball noch einmal ab. Sehr wendige, flotte Spielmacherin hier mit der Nummer 13. Dazu Ilie mit der Nummer 96. Pintea und Neago, die das Ganze natürlich leitet, lenkt. Anspielversuch, das kennt man auf Pintea, das hohe Anspiel. Ah, super. Ah! Kaiser vergibt es, bleibt an Hosu hängen. Schade drum, wäre eine gute Möglichkeit jetzt auf den Anschlusstreffer gewesen. Und die macht es klasse. Ja, statt 2-3, 1-4 durch Dinka. Pintea und Ostase da, das Abwehrzentrum. Ja, scharfer Wurf von Pancho, aber doch einen Meter, einen knappen Meter über das Tor. Und das macht Niago ganz anders, routiniert, und man sieht es auch mit Emotionen und Begeisterung hier mit dabei. 5-1. Dänemark hat schon das abschließende Spiel gewinnen können gegen die Färöer. Wird also diese Gruppe gewinnen mit dem Punktemaximum. Niemand konnte Dänemark fordern, auch nicht Rumänien. Ja. Wieder ist Hoso dran, diesmal gegen Neidhardt. Starke Anfangsphase von ihr hier, Tatjana Hoso von Vulcea hier in der Heimat. Und boah, super Wurf, aber von der Innenstange prallt der Ball zurück von Sierra Viciano. Ciao, zweiter Treffer für Österreich. Viele Spielerinnen, vor allem eben Niago, bei Bukarest unter Vertrag. Der Verein, der hier noch um den Einzug ins Champions League Final Four mit dabei ist, auf Eisberg trifft. Ah, der geht platzig durch die Beine. Hat man nicht erwartet, dass da kein Foul gepfiffen wird. Der Wurf kam von Ilie.
hat man es nicht geschafft, eben wirklich zu unterbrechen, noch der kleine Stoß, und dann konnte Platzek dann nicht mehr entsprechend auf den Wurf reagieren. So, dazu die Zeitstrafe gegen Sonja Frey. Das macht es jetzt nicht einfacher bei 2:6. Empty Goal. Reichert da. Und Johanna Feilmeier jetzt auf der Kreisläuferinnenposition. Diese Variante haben wir auch schon gegen Dänemark gesehen. Ja, gelbe Karte gegen Pinter. Reichert. Ja, noch ein bisschen die Dynamik, die Schnelligkeit hier fehlt in den letzten ein, zwei Schritten. Anders Kovac, einer dieser Hüftwürfe. Und überhasteter Abschluss, gar nicht notwendig gewesen wäre das von Rumänien. Super Wurf von Kovac nochmals. Österreich kann es recht sein, dass Rumänien hier leichtfertig den Ball wieder hergibt. So, ruhiger geordneter Spielaufbau. 40 Sekunden noch, dann ist Österreich wieder komplett. Ja, super! Starker Wurf von Reichert, jetzt schnell retour. Ah, Zeitstrafe. Mal abzählen, wie es da passt. Wer darf rein, wer darf nicht rein. Zeitstrafe gegen Rumänien noch dazu. Also das war jetzt eine ausgesprochen gute Phase von Österreich. Hier nochmals dann der Wurf. Endlich passt er mal von Reichert. Hier gegen für diese Stoßen Ostase, denke ich, war es. Ja. Bildregie hier der Rumänen, gewöhnungsbedürftig. So, empty goal bei Rumänien. Ja. So eine Bedrohung, aber sie nimmt sich den Wurf, wird nicht attackiert und zieht sofort ab. Dritter Treffer von Christina Neago. Österreich wieder komplett. Frey ist wieder da. Wieder die Chance hier. Bei einer jetzt echten Überzahl. Den Kontakt wieder herzustellen. Ah, genau so nicht, so nicht. Ein bisschen zu nah an der Abwehr ist da der österreichische Angriff. Und die Rumäninnen nutzen das sofort aus. Stören holt sich den Ball. Ordnen jetzt ihrerseits den Angriff. Schade. Gefährlich am Ball, gut gemacht. Ah, da steht Pinter frei. Aber die Parade von Platzek, da ist sie mal. Sie groß gemacht. Petra Platzek. Schnelles Spiel. Kovac holt den Zehnmeter. Ah, Hosu wieder dran gewesen an diesem Wurf. Da leuchtet gleich der nächste Zweier auf. Wieder schicken die Türkinnen da eine Rumänin raus. Zehnmeter, eine Sache für Sonja Frey. Ja, super, am Standbein vorbei. 5-7. Also es schaut jetzt wieder ein bisschen besser aus. Nach dieser missglückten Anfangsphase, die ersten 2-3 Minuten.
hat man jetzt ins Spiel zurückgefunden und ist zumindest nach 1 Minute 40 jetzt da in Überzahl. Hoffentlich. Aber ständige Gefahr mit Pinter, mit Niago, mit hier. Jetzt auch Puczeski. Wieder Pinter, wieder kommt sie an den Ball. Und dann ist zumeist auch ein Tor. Mit ihrer Größe, mit ihrem Gewicht, mit ihrer Masse. Hätte sie selber gehen können. Hätte Pantra selber gehen können. Nina Neidhardt tut sich heute schwer gegen Hoso, die da immer wieder gut mitgeht ins lange Eck. Weit hinüber geht. Schauen Sie sich das an. Neidhardt hat eigentlich eine sehr sichere Werferin von der Außenposition, gerade was die Würfe ins lange Eck auch betrifft. Ilje. Niago. Ja, ja, der könnte bei, ja, ist bei Österreich gesichert von Westgut. Wieder eine Abwehr von Platzek. Schön, noch einmal weiter. Noch einmal Neidhardt. Und jetzt ins Kurze. Ja, wichtig, dass sie den einmal da über die Linie bringt. Gewinn. So, ja, schade drum. Das ist knapp. Das war knapp. Gar nicht einfach für Neidhardt. Der Ball von Wess hier fast an die 6-Meter-Linie gespielt. 7-8. Anschlusstreffer für Österreich. Nach 13 Minuten sind die Gäste hier wieder zurück im Spiel. Hut ab vorerst mal. So, und jetzt nach 13,5 Minuten Timeout Rumänien. Also da ist das Trainergespann Vasile Daul auch nicht ganz zufrieden mit dem, was hier so abgeht. Und das ist gut so aus Sicht von Rot-Weiß-Rot. So, wir versuchen alle hier den Geräuschpegel so gleichmäßig wie möglich zu gestalten. Kollegen in Rumänien machen es uns aber nicht einfach. Sind ähnlich nervös wie die Spielerinnen. Ballgewinn Österreich. Frei läuft aufs Tor nochmal zu Wess. Und die bezwingt Hosu. 8:8. Dritter Treffer in Folge für Österreich. Claudia Wess. Ja, da hat die Sonja Frei nochmal den Ball zurückgespielt. Hat sie hat gesagt, mach das selber einmal. Trau dich. Niago. Ah ja, jetzt ist man auch besser dran. Feilmeier stoppt Niago. Das hört sich gut an. Niago.
Pintiaco. Pintea gestoppt, gut gestoppt. Da waren wir sehr gut dran am Pintea. Neagu, wenn nichts mehr geht, kommt Neagu. 9-8 Rumänien. 33 Jahre mittlerweile alt, mehrfache Welthandballerin. Auch schon viele Verletzungspausen dahinter sich gebracht. 1,5 Jahre ohne Spiel. Nur vor ein paar Jahren. Aber noch immer eine ganz große. Ah, schade, anspielfrei. Pfeilmeier geht nicht auf, Konter. Und dann sind wieder 2 Tore Vorsprung für Rumänien. Cerveceanu. Robert Schweiter auf Pancha. Voller Einsatz aber auch hier von Elisa Buczewski. Aber den brauchen sie auch, diesen vollen Einsatz, denn Österreich, das merkt man, ist jetzt selbstbewusster, glaubt an die Chance, ist besser drinnen in der Partie. Boah, Flieger, super Flieger, aber Hoso steht und verwehrt uns diesen Torjubel. Vielmehr freut sich eben die rumänische Torfrau. Ja, aber sie haben sich was einfallen lassen. Da sehen Sie, Shot Effizienz, klar auf Seiten von Rumänien. Ein Spiel, ja, 7 Meter. Den kann man in den dritten Stock hinaufspielen, weil Pintea groß ist und ja, die Österreicherinnen eben eher nicht. So, die Chefin macht's. Ja, nach 8:8, jetzt 11:8. 3 Tore in Folge von Rumänien, der 5. Treffer bereits von Cristina Neagu. So, Pancha hat ein Päuschen bekommen. Reichert für sie im Spiel. Ja, schönes Kreisanspiel schon wieder, Hoso. Also die wehrt ab und wehrt ab. Es ist zu viel, dass die hier pariert. Oh, raus, 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 raus. Wahnsinn, wie geht der Ball noch zu Pintea? Ah, immer wieder schön herausgespielt, einige gute Chancen schon für Österreich. Aber die Abwehrquote von Hoso, Exzellenz bislang. Ah, Fehlwurf, Reichert wieder nah dran an der Abwehr, übers Tor geworfen. Ja, der nächste Meter, wieder Abwehr im Kreis jetzt von Schindler. Ja, es geht jetzt wieder zu einfach, so gut man sich zurückgearbeitet hat, so leichtfertig gibt man hier diese gute Situation wieder aus der Hand. Wieder Neagu, jetzt die andere Seite. 5. Treffer in Folge.
Na schön frei. Boah. Bezwingt der Hosu, aber die ist schon wieder dran. Hat schon wieder ihre Finger, ihre Hand da irgendwo dabei gehabt. Viertes Tor für Sonja Frei. Hat sie sehr groß. 1,81 groß, spielt bei Vulcea eben hier in dieser Halle aktuell und macht den Österreicherinnen das Leben richtig schwer. Der Ballgewinn bei Österreich. Puh, mutig wieder vom S. Und er zählt von Neidhardt. Knifflige Sache da mit der Linie. Mergo. Ah, wieder so ein schneller Pass, wieder kleine Unachtsamkeit. Und der Pass passt auch ganz genau aus Tase. Da gibt es zumindest. Ah, Ball ist weg, oder? Ah, Österreich bleibt noch im Angriff. 10 Minuten, 9 Minuten noch in der ersten Hälfte. Man war schon dran wieder auf 8:8, jetzt dann sich das Ganze wieder ein bisschen nehmen lassen. Von 8:8 dann auf 8:13. Da ist sie drauf gestiegen. Ah, das hat nicht gut ausgesehen. Unglücklich für Buczeski. Kein guter Ball von Patricia Kovac. Und den hat sie gar nicht sehen können und rutscht genau am klebenden Ball. Ich möchte gar nicht hinschauen. Diesen klebenden Ball rutscht sie aus. Steigt genau drauf. So, ich muss mal eine Pause machen. Wichtig für die Abwehr, vor allem hier bislang in dieser Partie. Auch schon einmal im Team von Herbert Müller, eine Saison lang bei Thüringen. Da spielt Laszlo auch in der Abwehr. Reichert. Ah, wird da, das mag sie. Nicht attackiert. Und dann freie Wurfbahn in der Mitte. Einen scharfen Wurf hat sie, ja. Und auch lange zu kämpfen gehabt mit, mit den Folgen einer Corona-Infektion, um wirklich wieder leistungsstark zu sein, leistungsfähig. Dirka ist im Spiel mit der Nummer 99. Ja. Laszlo. Ah gut, dieser Ball, der geht bei Pintea, aber nicht bei allen Kreisläuferinnen. Ah. Rechts außen wäre West gestanden. Und schon wieder so eine Situation. Schon wieder so eine Situation, die doppelt schmerzt. Kati Pancho ist wieder fit, hat sich ausrasten können, hat ein paar Infos bekommen und wird wieder ins Spiel gebracht. Wow, klasse Wurf, verdeckt aus der Bewegung, ansatzlos und noch dazu genau. Von Kovac, 12:15.
Ah, voller Einsatz, frei wird nicht belohnt. Neago nutzt das aus. Wer gesehen hat, dass frei hinten fehlt, aber sie bekommt nicht mehr als ein einfaches Foul gegen Steffi Kaiser. Ja, da haben sie schon zuvor das Foul gegeben. Wes wäre da doch ein klein wenig im 6-Meter-Raum drinnen gestanden. Gut, ja, Stören von Neidhardt. Muss sie auch einmal ein bisschen unterbrechen, bremsen. Neago. Laszlo. Ah, wurde schon abgepfiffen. Wurde abgepfiffen. Offensivfoul. Kein Treffer. Auf der Seite, Sie sehen es auch, die Diskussionen von Vasile mit einer der beiden Schiedsrichterinnen aus der Türkei. Ah, wird Schritte gegeben, glaube ich, hier von Kovac, die da ein kurz gezögert hat und dann dieses schnelle, muss man wirklich sagen, sehr schnelle, starke Umschalten, ein Pass, punktgenau, diesmal von Neago auf Ostase. ...16:12. Schaut Wurfeffizienz noch immer, ja, zu hoch bei Rumänien. Aus österreichischer Sicht. Ball ist weg. Wieder der Konter, wieder schnelle Konter. Gute Rückwärtsbewegung. Und da geben sie jetzt den 10 Meter. Und die Zeitstrafe. Oh, das ist eine harte Entscheidung. Sie nimmt zur Kenntnis, aber Marco Völs hat da gleich reklamiert. Was nichts bringt, würden wir gerne noch mal sehen, denke ich, diese Szene. Und die bleibt sicher vor der Linie. Und wir haben wieder diese 5-Tore-Unterschied zugunsten von Rumänien. 5 Minuten vor der Pause. Na, wichtiger wäre diese Szene, die zum Foul geführt hat. Oder zu dieser Entscheidung vielmehr. Und der Frei zum zweiten Mal aus dem Spiel nimmt. So, Pancha jetzt rechts, Reichert im linken Rückraum. Ja, wohin mit dem Ball? Zu nah dran, die verteidigen gut, haben lange Arme. Wes ist da. Spielt den Ball auf Kaiser, aber die wird gestoppt von Kaiser, von Pintea. Passives Spiel haben wir auch schon. Oh, das war drinnen, der war drinnen. Schnell abgezogen. Kovac hat diese Situation und auch den rumänischen Regisseur überlistet. Und super. Ah, Gott sei Dank, einmal so eine Parade jetzt von Platzek. Wieder haben sie da sich verhältnismäßig einfach ausspielen lassen mit dieser eingelaufenen Spielerin. In Unterzahl. Empty Goal jetzt wieder bei Österreich. Ah, Wurf von Pancha am Tor vorbei, die tut sich heute schwer, zu einem Torerfolg zu kommen. Laszlo. Ah, kleiner Winkel, der geht nicht rein. So hat Österreich schon zweimal das Glück herausgefordert.
So übersteht man dieses Unterzahlspiel. Zeitstrafe von Sonja Frey. Kann nochmal das angreifen. Aha. Okay. Also Basile möchte wieder das passive Spiel angezeigt haben. Ah, wieder zu ein Schritt zu viel von Kovac. Und die muss man stoppen. Aufpassen. Frey muss aufpassen. Hängt da hinten dran. Zeitstrafe gegen Sonja Frey. Und das heißt hier nach 28 Minuten dritte Zeitstrafe gegen Sonja Frey. Oder? Wenn ich das jetzt richtig hier notiert habe. Ah, die zweite erst. Das scheint erst die. Na, die dritte. Ja, passt. Sie muss weg. Ja, ja, aber das hatte ich alles richtig gesehen. Österreich muss 2 Minuten vor der Pause die Spielmacherin komplett, glaube ich, hergeben. Aber da unten ist man sich noch nicht ganz sicher, glaube ich. Weil Frey hat hier Platz genommen auf der Bank. Und dann gibt es auch den Zentimeter. Unterzahl und noch eine Zeitstrafe gegen Österreich. Neidhardt muss raus für 2 Minuten. So, Frey sitzt noch da, ist interessant. Also gibt es da offenbar nur 2 Zeitstrafen, die notiert wurden für Sonja Frey. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Neago ist es egal, die wirft hier ihren nächsten 7 Meter und verwertet auch diesen 18-13. Und wir haben hier 5 Angreiferinnen. Von Österreich, aber keine Torfrau, denke ich. Oh, jetzt ist auch niemand drinnen. Leeres Tor und noch ein Treffer. Jetzt wird's bitter. Dinka zum 19-13. Letzte Minute in der ersten Hälfte. Sie tun sich schwer. Pancha ist zu nah dran an der Abwehr, wird dann immer wieder blockiert. Es fehlen die Anspielstationen. Jetzt wird irgendwann mal abgepfiffen. Man muss irgendwie zu einem Abschluss kommen. Gutes Stören von Rumänien. 15 Sekunden noch in der ersten Spielhälfte. Ein Wurf aus der Bedrängnis von Reichert gar nicht so schlecht, aber halb hoch und da ist wieder Hoso. Und es gibt noch vielleicht einen Wurf. Nein, den hat auch Platzek abgewehrt. Und zuvor wurde schon das Spiel für beendet erklärt, diese ersten 30 Minuten. Es war ein intensives Spiel, ein unglaublich intensives Spiel. Österreich ist nicht gut gestartet, hat gleich noch nicht mal 2 Minuten ein Timeout nehmen müssen. Hat sich dann aber zurückgekämpft, bis auf 8-8. Diese gute Situation aber prompt wieder aus der Hand gegeben. 8-13 ist wieder ein bisschen herangekommen auf -3. -2, aber dann in den letzten Minuten 7 Meter Strafwürfe, Zeitstrafen gegen Österreich und hiermit dann in der Folge 6 Tore Rückstand, 13-19 nach den ersten 30 Minuten hier in Vulcea. So, bisschen durchschnaufen, wir machen das mit einem Ereignis, das wir uns gerne nochmal anschauen. Die entscheidende Phase, die Schlussphase des ersten Duells Österreich gegen Rumänien in der Südstadt. Österreich hat
sehr gut gespielt hat, in der zweiten Hälfte einen Rückstand aufgeholt und dann ist es ja in dieses dramatische Finish hineingegangen. Das schauen wir uns jetzt dann nochmals an. Ja, wieder gut gearbeitet von Kovac, aber tolles Tor zuvor von Fabien Tomasini. 32-29, drei Tore Vorsprung, vier Minuten sind noch offen. Und die bleiben gefährlich. Laszlo, oh, super Haken, ja. Klasse Anspiel, nächster Semeter. Ja. Aber sie haben die Zeit nicht gestoppt, das heißt, die Zeit läuft runter, was für uns auch gut ist. Starkes Spiel, eben Laszlo mit dieser Auslösehandlung, gute Bewegung von der Kreisläufer oder von der eingelaufenen Spielerin. Basaglio wieder sicher, also da lassen sie nicht viel anmerken jetzt. Diese Schwächephase, die sie hatten, ist in Vergessenheit geraten auf rumänischer Seite. Wirkt wieder alles stabil, aber Rumänien ist eben im Hintertreffen. Mhm. So. Kovac. Frei. Das ist dieser von dir geforderte lange Angriff. Genau. Ja, nicht über Power. Passives Spiel angezeigt. Zweites Mal springt der Ball weg. Jetzt ist es doppelt. Irgendwer muss raus. Ja, Platzek läuft ins Tor. Super Pass auf die Gegenseite. Und da gibt es den nächsten Zentimeter ab im Kreis von Tomasini. So schnell geht's. Gute Rückwärtsbewegung eigentlich von Österreich, aber nicht gut genug für das schnelle platzierte Spiel von Rumänien. Boah, Laszlo schaut diesen Ball an. Wieder Basaglio gegen Platzek, der Ball ist nicht drin, aber der Abpraller wieder bei Rumänien. Aber es ist kein Zentimeter, es ist kein Zentimeter. Ja, da hat man fast aufpassen müssen, der hätte bei Österreich sein müssen, der Abpraller. Da wären wir wieder bei den Abprallern. Ja, Abpraller. So. Eine wieder. Deckung, kommt zumindest, eine Deckung, kommt. Basaglio, Laszlo und Savu. Im Rückraum von Rumänien, Basaglio, nächster Wurf, nächstes Tor, Anschlusstreffer Rumänien. 31-32, ja, die bekommen sie einfach nicht in den Griff. Nein. Ist bereits der 10. Treffer mit den Zentimetern noch dazu eben bei vorne Basaglio. Müller bleibt seinem Risiko treu. Wieder empty goal, wieder 7 gegen 6. So. Wow. Das war da okay. Ringereinlage gegen Nina Neidhardt. Also das muss mindestens 2 Minuten sein. Ja. Wahnsinn. Rote Karte. Ja. Wird in Ilie, oder? Ist es Ilie? Ja. Es ist Ilie. Das tut weh. Ja, Rumänien tut das weh. Er war zuletzt auch im Angriff nicht mehr im Einsatz, oder nicht mehr auf der Rückraumposition. Mhm. Da hat Savu gespielt, aber eben auf alle Fälle 2 Minuten Strafe mal. 2 Minuten ist der Rumänien jetzt nur zu 5 in der restlichen Spielzeit werden sie nicht mehr komplett. Man muss auch sagen, das letzte Mal, als wir in der Überzahl waren, haben die Rumänen eine super Deckung gemacht. Mal schauen, wie wir das jetzt lösen. Du sollst nicht immer alles sagen, was du denkst. Entschuldigung. Aber ja, natürlich. Sie werden deswegen nicht ungefährlicher oder weniger gefährlich. Ja, der wäre gegangen auf die Linie, glaube ich. Kovac. Ja, schau, Ball ist weg, kommt aus Dase rüber auf Tanasie. Ausgleich, 32-32, ja, das ist gar nicht so einfach. Schlussminute ist schon im Laufen hier in der Südstadt, es steht 32-32. Jetzt gilt es halt, das Ganze richtig zu machen. Ja. Bei noch 40 Sekunden auf der Uhr, Österreich ist in Überzahl. Jetzt muss man die Nerven behalten. Wir sind in der Überzahl, wir sind einer mehr. Kovac. 30 Sekunden noch. Timeout, ja, das muss er nehmen. 25 Sekunden bleiben auf der Uhr. Herbert Müller unterbricht. Noch eine kurze Besprechung bei Österreich und bei
Rumänen. Jedes Foul ist jetzt gut. 7 Sekunden vor Schluss gehen in die Kreuzung rein, rein das Hintern und dann die Wut drauf und den Wurf nehmen. Aber runterspielen, wenn sie das passive Spiel machen. Ein Pass und ins 1 gegen 1 gegen Foul. Ein Pass ins 1 gegen 1 Foul. Na, und dann haben wir hinten und Überzahl, wir haben Überzahl. Ja. Jetzt gehen wir ins Foul, aber sichere Foul. Und dann kurz vor Schluss den Hintern und jetzt den Foul hinten rein. Und sofort, wenn der Ball verloren ist, sofort Foul machen. Auf, komm, auf. Schwitzt du? Du schwitzt? Bist du angespannt? Ich bin angespannt, ich gebe zu. Okay. So, die Zeit läuft, 20 Sekunden noch. Geht das mit dem Foul? Kovac geht hinein in die Abwehr, geht durch und trifft! Es trifft zum 33 zu 32, 10 Sekunden. Kein Tor mehr. Patricio Kovac, 5, 4, 3. Das Spiel endet unentschieden, 33 zu 33. Es ist die Topwerferin von Rumänien an diesem Abend mit dem Wurf in der letzten Sekunde zum Ausgleich, mit ihrem 11. Tor zum 33 zu 33. Was für ein Spiel, Österreich liegt zur Pause mit 5 Toren zurück, schafft den Ausgleich, geht sogar mit 3 Toren in Führung, hat also ein Plus 8 eigentlich in der zweiten Hälfte gegen Rumänien herausgespielt, aber auch die Rumäninnen haben nicht aufgesteckt und haben hier in der Schlussphase ausgleichen können und sogar hier noch den Punkt mitnehmen können. Was bleibt, ist aber auf alle Fälle ein Punktgewinn gegen Rumänien. Also vor einem Jahr hätte das noch keiner für möglich gehalten. Österreich ist hier dabei, auch wenn es mit dem Heimsieg heute nicht geklappt hat. Muss man sagen, Respekt, Gratulation. Diese Mannschaft hat großartige Moral bewiesen und hat hier der traditionsreichen Handballnation Rumänien einen Punkt abgenommen. Ärgerlich. Es war schon in der ersten Halbzeit so, dass wir nicht nur beim 7 Meter die Pfosten treffen, die Abpraller sind nicht zu uns gekommen und wir haben aber dran geglaubt. Ich habe den Nils in der Halbzeit gesagt, 5 Tore Unterschied sind 1 Tor pro 6 Minuten. Und wie wir das dann gedreht haben mit dem 7 gegen 6, war sensationell. Aber hinten raus waren dann 1, 2 technische Fehler zu viel, beziehungsweise die Urgewalt der Rückraum links. Da muss man einfach mal richtig dazwischen funken und den Wurf nicht zulassen. Ich bin auf der einen Seite mega stolz auf meine Mädels. Auf der anderen Seite weißt du wenig rein, wie viel Glück sie heute gehabt haben. Hätten Sie jetzt als Trainer noch irgendwas anders machen können, ändern können, dass doch der Sieg nach Österreich kommt? Ja, vielleicht selber noch mal. Nein, wir hätten einfach aggressiver die Rückraum links in den Griff kriegen müssen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Aber ich denke, wir haben alles probiert. Die Mädels haben alles probiert. Und ein Punkt gegen Rumänien ist ein fantastisches Ergebnis. Aber wenn man so nah dran ist und in den letzten Minuten mit 3 Toren führt, ich denke, wir hätten es heute verdient gehabt zu gewinnen. Sie haben in der zweiten Hälfte eine Taktikänderung vorgenommen. Sie haben fast nur mal mit 7 Angreiferinnen gespielt, mit 2 Kreisläuferinnen. War das dann auch der Wendepunkt, auch ein bisschen das Erfolgsrezept? Ja, definitiv. Wir hatten das in der Kabine noch mal klar besprochen, wie wir das lösen wollen und dass wir vor allem mutig in unsere Angriffsaktionen gehen. Ja, die Deckung war heute über das ganze Spiel nicht das Prunkstück. 33 Tore sind zu viel, aber im Angriff haben wir das dann gerade in der zweiten Halbzeit mega mit dem 7 gegen 6 gelöst. Wir haben 22 Tore geworden in der zweiten Halbzeit gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Das ist schon was Großartiges. Patricia Kovac, da haben die Fans immer wieder gerufen, diese Frau ist heute on fire, wenn man es so schön auf Neudeutsch sagt. Was hat jetzt gefehlt? Wir haben es gerade mit dem Trainer besprochen. Wie ärgerlich ist es wirklich? Ja, es ist wirklich ärgerlich. Also wenn mir jemand vorm Spiel sagt, wir spielen unentschieden und ich ärgere mich am Ende, hätte ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Aber so, es ist einfach, ja, richtig schade dabei. Wir machen dann 1,5 Minuten vor Schluss eben bei plus 1 gebe ich den Fehlpass, dann am Ende aber das Tor in Führung und dann letzte Sekunde kriegen wir noch ein Tor. Wahnsinn, wie ärgerlich, aber andererseits bin ich wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Ich finde, wir haben super gefightet aus einem minus 5.
Wir sind mit Hilfe vom Publikum auch, was hier wirklich Wahnsinn. Ich habe noch immer Gänsehaut. Also echt cooles Publikum heute hier in der Südstadt. Und mit denen haben wir es dann geschafft, das Spiel zu drehen. Und ja, es ist einerseits eben gemischte Gefühle, wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Und ja, andererseits ärgert es mich halt trotzdem. Sie haben jetzt schon viel Positives angesprochen. Es hat eben diese Taktikänderung gegeben. Placek war dann oft gar nicht mehr im Tor. War das dann auch wirklich der Schlüssel zum Erfolg? Ja, definitiv. Also erste Halbzeit haben wir einfach nicht leichte Tore schießen können. Und allgemein haben wir uns sehr schwer getan, ein Tor zu schießen. Und zweite Halbzeit ging das dann super auf. Die Formel E in Europa. Showdown in Monaco. Wer holt sich den Sieg auf der legendären Rennstrecke? Monaco E-Prix 2022 live. Samstag, 14.45 Uhr, ORF 1. Ab Freitag in ORF Sport Plus. Die Judo-Europameisterschaft 2022 live aus Sofia. Das erste Saison-Highlight für Österreichs Team. Wer legt wen auf die Matte? Wer macht den entscheidenden Wurf? Ab Freitag, 15 Uhr, live in ORF Sport Plus. Ab 14. Mai in ORF Sport Plus. 2022 IIHF Eishockey WM live. Die besten 16 Nationen im Kampf um den Titel. Und mittendrin Österreichs Cracks. Schaffen Sie eine eiskalte Überraschung live aus Finnland. Ab 14. Mai in ORF Sport Plus. Willkommen im Wettall der Champions mit Topsport im Livestream in über 200 Filialen und auf Admiral.at. Und wir sind wieder zurück hier in Vulcea in Rumänien. Rumänien führt deutlich gegen Österreich mit 6 Toren Vorsprung, 19 zu 13. Es hat doch einiges an Diskussionen gegeben, ja, zwischen Rumänien und Österreich, nämlich wirklich von Österreich nach Rumänien und wieder retour. Was ist denn nun mit den Zeitstrafen von Sonja Frey? Also, Aufklärung ist, obwohl hier auch im Online-Spielbericht, im Live-Bericht hier 3 Zeitstrafen für Sonja Frey vermerkt waren. Die erste Zeitstrafe hier in der Halle Steffi Kaiser zugesprochen wurde und dementsprechend nur 2 bislang für die österreichische Spielmacherin zu Buche stehen. Und damit kann sie also weiter mitwirken an diesem Spiel. Wie es dazu gekommen ist, dass hier Unklarheit herrschte bei allen Beteiligten, das weiß wohl nur der Richtertisch oder die Verantwortlichen, die diese Sachen auch eingeben. Es wurde mehrfach verifiziert, also um hier auch keinen Fehler zu begehen. Paco Völser, der natürlich hier auch mit von der Partie ist, hat da mehrfach nachgefragt. Also, wir werden Sonja Frey auch in der zweiten Spielhälfte sehen und das ist natürlich sehr wichtig, nicht nur aufgrund der Stärke von Sonja Frey, sondern auch, weil eben ja, hier doch auch einige Ausfälle bei den Österreicherinnen sind und jede Spielerin, jede Stammspielerin, die hier zusätzlich jetzt noch vorzeitig das Match verlassen muss, wäre natürlich bitter. Trotzdem muss Österreich eine schwierige Phase jetzt gleich mal überstehen. Zu Beginn in Unterzahl gegen Neaku und ihre Kolleginnen. Die letzten paar Minuten gingen damit 1 zu 4 aus. Das war bitter und auch 4 Österreicherinnen sind zurzeit nur am Spielfeld. Ja, erste Chance ausgelassen. Die 5. Spielerin ist wieder da und dann kommt auch gleich die 6. So, da haben wir gleich mal wieder Sonja Frey und Feilmeier geht auf die Kreisläuferinnenposition, dazu Kovac, Pancha, Neidhardt, Wess und eben jetzt Feilmeier auf der Kreisläuferinnenposition. Russo natürlich noch immer im Tor. Hier hat Österreich ein bisschen verunsichert.
und ja, doch eine sehr hohe Abwehrquote gehabt in der ersten Spielhälfte. Hat ja auch schon im ersten Spiel gegen die Färöer eine Abwehrquote von 43%. Also ist zurzeit offenbar gut drauf. Ja, das war ein bisschen ein Verzweiflungswurf von Kovac. Da kommen sie schon wieder mit hohem Tempo, mit viel Bewegung. Kleine Unachtsamkeit im Zusammenspiel von Laszlo mit Pinter. Schön. Ja, klasse Vorstoß von Frey und Feilmeier fängt den Ball, bringt ihn unter Kontrolle und erster Treffer in der zweiten Spielhälfte für Österreich durch Johanna Feilmeier, Steirerin. Die ja bei Atzgersdorf aktuell unter Vertrag ist. So, Schindler jetzt auch mit mehr Defensivaufgaben, hat sich gleich eine ordentliche bekommen mit Niago. Zwei Kreisläuferinnen, da geht jetzt Neider draus, drängt Niago weg. Jetzt heißt es da natürlich unterbrechen. Aslo, wieder ein schnelles Spiel bis auf die Flügelposition und das hat sie fein gemacht. Die Nummer 30, das war Serafeciano. Ja, von den Entscheidungen heute nicht so glücklich, wie sie es schon so oft war, Kati Pantscher. Ja, Zeitstrafe gegen Rumänien. Und die Attacke gegen Frey. Pinti muss sogar raus. Überzahlspiel für Österreich. Kaiser kommt zurück ins Spiel. Aha. Sichert zumindest nochmal den Ball. Kovac, aber der Kreispass da an Freistehen. Der Kaiser ist nicht angekommen. Ja. Wes mit dem Treffer. Ich muss meine Meinung wiederholen. Sie könnte es ruhig öfter probieren. Eine Bedrohung auf der Rechtsaußenposition darstellen. So, ruhiger Spielaufbau. Empty Goal bei Rumänien. Ja, das ist einfach einzigartig, Weltklasse. Christina Niago. Super. Ah, schon wieder Hosu. Unglaublich. Starke Bewegung wieder gegen Steffi Kaiser. Gute Chance, Kaiser macht Platz in der Abwehr für Feilmeier. Es war klar, dass alles aufgehen muss, um hier bestehen zu können. Und bislang ist eben Hosu da im Tor von Rumänien eine Hürde, die man nicht wirklich nehmen kann, um zu dieser Überraschung zu kommen. Niago kann gestoppt werden. Ja, sie ist ein Star. Laszlo. Ja, es geht so einfach.
einfacher Haken. Und wir haben jetzt 7 Tore Unterschied. Erstmals in dieser Partie. Simeter auch wieder Zeitstrafe gegen Rumänien. Wieder Pintea. Zweite Zeitstrafe gegen die Kreisläuferin. Kommt Julia Dumanska mal zum Einsatz. War bis jetzt nicht vonnöten, weil Hosu das alleine erledigt hat. Ja, und die wird aber gleich mal bezwungen von Frey. Wollte gerade sagen, Dumanska eine gute Partnerin, gute Ergänzung zu Hosu. Sie spielt bei Koprivnica, da wo Anna Pancha ja hinwechselt. So, wieder eine weniger bei Rumänien, das heißt empty goal. Und im Angriff wieder diese 6 gegen 6 Situation. Basaliu ist da. Spielerin mit der Nummer 14 und Endpunkt ist aber Niago. Tor von Niago, Zeitstrafe gegen Österreich. Zehnter Treffer, glaube ich, jetzt schon von Niago. Bei 11 Wurfversuchen. Und die Zeitstrafe gegen Steffi Kaiser. Ist jetzt auch ihre zweite, damit wir da korrekt sind. Wes nimmt den Ball nicht. Und jetzt gilt es auch. Keinerlei Schritte oder sonst was, eine einfache Täuschung und diesmal kann noch Kovac abschließen erfolgreich. 17:23. Aber der Abstand hin zu Rumänien ist doch schon gehörig. Im ersten Spiel zu Hause hat man auch einen großen Rückstand aufholen können. Da waren aber die Voraussetzungen andere. Alles korrekt. Österreichische Abwehr einfach da in diesem Fall nicht gut. Deutsch. Auch nicht einfach für Neidhardt, die gleich wieder gestoppt wird, unterbrochen wird, Schwung ist weg. Den hätte sie jetzt selber vollenden können. Heber geht nicht von West und der Ball ist schon wieder weg. 17:24. 20 Minuten geht's noch. Ah, Platzig ist zur Stelle. Neben Basaliu, die Nummer 14, die so viele Distanztreffer und eben auch das letzte Tor erzielt hat in der Südstadt. Und das macht sie hier jetzt genauso. Basaliu auch bei Koprivnica unter Vertrag. Zwingt Herbert Müller jetzt hier Mitte der zweiten Hälfte sein nächstes Timeout zu nehmen. 8 Tore Rückstand. Thank you.
Eine tolle Atmosphäre, tolle Stimmung in Vulcea. Ein großes Handballfest, das hier angesagt wurde und hier auch wohl zustande kommt, aus Sicht von Rumänien. ...25:17 steht's. Ah, einfach, ja gut. Das zeigt auch die Verwundbarkeit eigentlich von Rumänien, aber es zeigt auch die Verwundbarkeit von Österreich. Jetzt kommt sie mal mit dieser typischen Bewegung. Ball vorne. Super gemacht von Pancha. Erster Treffer erst von ihr in diesem Spiel. Dran. Ah, Ivančuk, der jetzt für Placek ins Tor gekommen ist, spürt den Ball, aber nicht mehr Ostase. Mit dem nächsten Erfolg 27:19. So, jetzt 7:6 Spiel bei Österreich. Empty Goal, zwei Kreisläuferinnen. Offensivfall. Ne? Nein, der geht nicht. Wieder sein Ballverlust, der nicht glücklich ist, wenn man keine Torfrau im Tor hat. 28:19 Dinka. Ja, natürlich muss Herbert Müller jetzt riskieren, ist klar. Oh, es sind so ordentlich dran an Pancha, die sich da wieder gut jetzt durchsetzt. Endlich mal ihren Rhythmus da ein bisschen findet auf ihrer Position. Aber da wird sie auch ordentlich attackiert. Die junge Spielerin, 20 Jahre erst alt, Katharina Pancha. Neben ihr Neidhardt, genauso jung. Gegen die sehr erfahrenen Rumäninnen. Also da ist schon sehr viel Erfahrung an Nationalteamspielen, an Europacup, Champions League und auch natürlich der rumänischen Liga. Auch da eine Bewegung von Vasaliu, die genügt. Ein entschlossener Schritt hier in die Schnittstelle hinein. Und wieder Hoso mal. Sieh hier. Noch nicht müde geworden von vielen Parieren. Neid Hoso. Die Wissen sind auf einem sehr guten Weg, können eigentlich die Tickets fast schon buchen. Der Vorsprung bei 9 Toren jetzt in dieser zweiten Spielhälfte. Ticket für die Europameisterschaft, die heuer schon im November gespielt wird aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja dann im Dezember oder Ende November und Dezember folgt. Schon im November die
Europameisterschaft nahe teilweise, also zum einen in Montenegro und Nordmazedonien, aber auch in Slowenien wird da gespielt. Also da kann man zum Beispiel aus der Steiermark und auch Kärnten durchaus zuschauen fahren. Ja, wieder durch die Beine, wieder der nächste Treffer für Pancha, drittes Tor jetzt schon für sie in Folge aus der Sicht von Österreich. Treffer 19, 20 und 21. Dazwischen war noch frei. Na, drei Treffer in Folge, so ist es korrekt. Mal schauen, wieder ein Ball bei Österreich. Ah, Neider, da, schöner Ball ins lange Eck oben am Kopf vorbei. Ich denke, jetzt ist auch, wenn der Druck ein bisschen draußen ist, funktioniert das Spiel gleich besser. Rumänien auch nicht mehr so entschlossen und aufmerksam, aggressiv. Timeout von Vasile. So, weiter in enge Deckung von Nina Neidhardt da gegen Niago. Die kennt es natürlich, die Sperre. Und schon ist sie wieder frei unterwegs und holt den Zehnmeter raus. Ja, das ist natürlich dann die Gefahr bei diesen Sachen. Die bringt so viel individuelle Klasse mit, dass sie mit solchen Situationen sehr gut umgehen kann. Zeitstrafe auch gleich als Zugabe gegen Patricia Kovac um 7 Meter. Niago wirft selbst, lässt sich das nicht nehmen und bezwingt auch Lena Ivancho. 30 zu 22. Also wie schon bei den letzten Duellen mit Rumänien, als Niago noch dabei war, man kann sie nicht stoppen. 12 Würfe, 11 Tore. Davon, glaube ich, 5, 7 Meter. Reichert. Ah. Schön. Gegen die Bewegung von Hosu geworfen von Sonja Frey. Jetzt auch schon, glaube ich, 6 Tore. Ich habe in Unterzahl mit Feilmähe da drinnen. Viel Platz. Niago könnte das selber machen, hat sie aber nicht notwendig. Spielt den Angriff länger aus. Super zu sehen, wie sie da auch den anderen das ermöglicht, hier zu Würfen zu kommen bei diesem Spielstand. Hat die Ruhe, hat die Übersicht. Auch wenn es jetzt nichts geworden ist.
Fehlendes Timing hin von Sonja Frey auf Johanna Reichert und Endpunkt ist auf der anderen Seite dann Laszlo. Es geht noch 13 Minuten hier in Vulcea. Kann sie selbst gehen, dann kann sie weitergehen, Johanna Reichert, sich durchsetzen. Super Pass, aber da ist einmal Ivancuk. Standhaft stellt sich in den Weg bei diesem Wurf von Dinka. Super Pass von Dumanska. Dann wieder 7 gegen 6 mit. Jetzt Steffi Kaiser und Johanna Schindler da auf den Kreispositionen. Nächster Fehlpass und wieder leeres Tor. Laszlo. Laszlo, so. Laszlo. Sicher 32 zu 23 und wieder Timeout Österreich. Handball gibt es bei uns schon übermorgen wieder am Dienstag und das gleich dazu im Doppelpack. Um 18 Uhr und um 20.15 Uhr zweimal Viertelfinal-Rückspiele oder die zweiten Duelle dieser Best-of-Three-Serie. Einmal sind wir, oh, offensiv vor dem Kreis, einmal sind wir in der Südstadt. West-Wien gegen Krems und dann am Abend in Linz, Linz gegen Bregenz. Also zwei Handball-Viertelfinalspiele bei den Männern am Dienstag bei uns live im Programm. So, Niago ist jetzt nicht da, dadurch löst sich da auch die enge Deckung von Neidhardt auf, die aber da jetzt erst ihre Position suchen muss. Ja, und super schnell. Schön, das Kreuz als erster und dann schnell die Spur. Das Tempospiel auf die Außenposition hin zu Karina Lupay, die sich hier ja, sehr freut über ihren Torerfolg. Ah, kurze Ecke, da wäre auch die Möglichkeit durch die Sperre von Kaiser gewesen. 10 Tore, jetzt schon die Differenz nach 3 Treffern in Folge wieder für Rumänien. Und das ist so eines dieser Spiele, wo die Zeit nicht sonderlich schnell vergeht. Wieder unterbricht Laszlo. Schön hinausgespielt von Pancha. Auf Neidhardt, aber auch der Ball landet im hinteren Netz. Ja, starke Abwehr von Ivancuk. Jetzt passt auch wieder von der Ordnung in der Abwehr. Schindler da auf der zweiten Position hier im Vordergrund und Nina Neidhardt auf der
Außenposition. Hier in den letzten 10 Minuten muss Christina Niago gar nicht mehr mitwirken. Zu klar ist das Kräfteverhältnis, zu klar ist der Spielstand. Pancha jetzt schon mit ihrem vierten Torerfolg in der zweiten Hälfte. Aber es hat noch irgendwie den geblockten Ball, einen scharfen Wurf von Basaglio. Die Patricia Kovac heute mit einigen kleinen Unachtsamkeiten, weil sie auch viel an Kraft investiert hier ins Spiel. Diese Fehler häufen sich dann, summieren sich. Jetzt bei allen noch in die finale Phase der Meisterschaft bei ihren Vereinen in Ungarn, zum Beispiel für Kovac, wo die bekommt ihr dann mit Ines Ivancsok eine Kollegin bei ihrem Verein. Boah, gut. Kann man sagen, sehr stabil verteidigt von Pancha gegen die junge Tirka. Ja, offensiv. Foul. Ja, jetzt sind doch auf beiden Seiten einige Unachtsamkeiten, einige Unkonzentriertheiten da drinnen. Noch einmal, jetzt Kovac mit dem gelungenen Ball auf Nina Neidhardt und auch wieder mal 3 Tore in Folge für Österreich. Das ist mehr als 6 Minuten noch bei 7 Toren Rückstand. Noch ein Ballgewinn. Herbert Müller signalisiert, weitermachen, auch wenn hier nicht alles gelingt, um hier noch mit einem guten Ergebnis vom Platz zu kommen. Assistiert wird ihm ja von Erwin Gierlinger, der ja bei beiden Nationalteams in bewährter Manier diese Rolle übernimmt. Laszlo, Basaglio. Laszlo. Die Wucht von Basaglio wieder mal. Bianca Basaglio. Es ist nicht so harmonisch heute dieses Angriffsspiel. Bei den Österreicherinnen auch in der Rückraumreihe die Abstimmung von Kati Pancha, Sonja Frey und Patricia Kovac. Das ist nicht so flüssig, das sind immer wieder kleine Ungenauigkeiten dabei. Hat halt einfach nicht so wirklich gepasst.
gegen diese starke Mannschaft von rund um Cristina Neagu. Ein Treffer für Alexander Subtritkia. Jetzt auch mal auf der Kreisposition zum Einsatz kommt. Also Basile unten noch immer angespannt. Ein Trainer, der mitgeht. Österreich geht es dann in die nächste WM-Qualifikation für die WM 2023. Und da in diesem Zusammenhang natürlich auch schon die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 immer so ein bisschen im Hinterkopf. Da möchte man auf alle Fälle eine gute Mannschaft hier beisammen haben, da auch im alle Möglichkeiten ausschöpfen, die man in der Vorbereitung hat. Aber es kann sich eben das Frauennationalteam nicht leisten, so bewährte Stammkräfte, wichtige Kaderspielerinnen vorzugeben, in dieser Anzahl vor allem. Das ist sehr schade, weil man sich eben mit diesem Unentschieden in der Südstadt eine schon sehr gute Ausgangsposition hier erarbeitet hat. Und heute hätte er wirklich alles aufgehen müssen, um hier über 60 Minuten vor allem ebenbürtig zu sein oder am Ende einen Unentschieden zu haben oder einen Sieg mit einem Tor. So ist es eben anders. Jetzt bewegen wir uns ganze Zeit rund um 9-10 Tore Unterschied. Zwei Minuten noch in Vulcea. Und die große Qualifikationsfeier der Rumänen hier, die kann schon beginnen. Schöner Treffer von Neidert. Beste Werferin des Spiels wird Neagu bleiben. 12 Tore aus 13 Wurfversuchen stehen in der Statistik. Auf österreichischer Seite ist Sonja Frey zurzeit die erfolgreichste Werferin mit 6 Toren. Pancha und Nina Neidert haben je 5-mal getroffen. So, jetzt sind wir da in der letzten Minute gleich drinnen. Schön, ja. Da lässt man Steffi Kaiser gewähren, damit diese Niederlage zumindest einstellig wird. Das rumänische Publikum erhebt sich und das völlig zu Recht. Rumänien hat sich hier sehr gut präsentiert, hat die Stärken herausgekehrt und die Stärken sind nun einmal an einer Spielerin festzumachen, an Cristina Neagu und um sie herum. Gibt es da doch ein funktionierendes Konstrukt mit Pintea, mit Laszlo, mit noch im Backup hinten nach Basaglio. Auch die Torfrauen heute sehr gut. Vor allem Hosu hat hier in der Anfangsphase, in der ersten Hälfte, viele Paraden geliefert und damit den Österreicherinnen die Hoffnungen genommen, dieses Spiel ausgeglichen gestalten zu können. 38 zu 29, das ist auch der Endstand hier für die Damen in Rot, für Rumänien in diesem letzten Spiel der EM-Qualifikation. Und damit qualifiziert sich in dieser Gruppe neben Dänemark, das keinen Punkt abgegeben hat, eben Rumänien für die nächste Europameisterschaft in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien. Österreich wird Gruppendritter.
Man war sich bewusst, dass das eine schwierige Gruppe wird. Man ist wieder ein bisschen näher herangekommen an die Top-Nationen, auch was das, die Punkte betrifft. Aber eben, es ist nicht ausgegangen, leider. Sonja Frey, 6 Tore, ich habe es Ihnen gesagt, dazu eben Pancho und Neidert mit je 5. Kovac, Reichert und Kaiser je 3 Tore, West 2 und Feilmeier. Und hier wird auch notiert das Tor von Petra Platzek je 1 Tor. Das ist Statistik aus österreichischer Sicht. Topwerferin, wie gesagt, Christina Niago. Nächsten Termine, Live-Termine mit Handball, eben am Dienstag Doppelpack aus der HLA-Meisterliga, dann das Viertelfinale, Spiel 2. Lade ich Sie herzlich ein, hier mit uns mit dabei zu sein in der Südstadt und in Krems. Und heute gibt es natürlich neben der Sendung Sport 20 dann um 20.15 Uhr noch Volleyball live. Die Finalserie der Männer geht vielleicht schon ins letzte Spiel heute. Eichtob gegen Waldviertel, vielleicht schauen Sie sich auch das an. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Sonntag und wir freuen uns auf die nächsten Spiele der österreichischen Handballfrauen-Nationalmannschaft.